Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The X-Files. Ja, inzwischen ist auch der erste Part veröffentlicht und ich muss sagen, es kommt sehr gut bei euch an, was mich total freut. Und ich habe den Tipp bekommen, Alex, speicher bitte öfter. Ihr habt wahrscheinlich recht, weil ich habe auch schon erfahren, jetzt durch diesen Kommentar, dass ich wohl auch sterben kann in diesem Spiel, wenn ich mich etwas blöd verhalte. Und gerade aus dem Grund sollte ich vielleicht auch öfter mal speichern. Ich werde es beherzigen und ich hoffe, ich denke dran, denn es kann durchaus wohl was passieren. Ja, passen wir mal also ein bisschen besser auf. Und auch gerade als ich das Spiel gestartet habe, ich hatte echt ein paar Schwierigkeiten. Also es war tatsächlich so, dass ich eben zwei, dreimal die Konsole neu starten musste, weil sich das Spiel aufgehangen hatte. Also noch bevor ich hier überhaupt angekommen bin. Und das war nicht so schön. Also ich hoffe doch mal, dass das Spiel durchhält. Es gibt in dieser Lagerhalle tatsächlich noch zwei Dinge, die wir hier finden können. Ja. Und deswegen, das habe ich nochmal nachgeguckt, damit wir jetzt auch ein bisschen Fortschritt erzielen. Sind auch wieder so Sachen, ja, man hätte vielleicht drauf kommen können. So, ich nehme mal als Ausgangspunkt diese Fässer hier. Weil das ist ja. Ich stelle mich nochmal vor, Moment. So. Wenn ich jetzt da rechts gucke, habe ich ja die Fässer vor mir. Genau. So, da bin ich jetzt anscheinend schon mal richtig. Da ist aber nichts weiter zu sehen. Wenn wir es jetzt einmal komplett umdrehen, dann müssten wir eigentlich auf diese Blutlache kommen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Irgendwo war ja hier diese Blutpfütze. Die suche ich gerade nochmal eben. Weil die müssen wir nochmal eben wiederfinden. Die ist nämlich nicht ganz unwichtig. Ist das das? Nee, das ist er nicht. Da hinten rechts, glaube ich. Auch nicht, ne? Also irgendwo hier war der Blutfleck. Da ist der Blutfleck. Ist er das? Im Drehen? Nee, das ist er nicht. Also den müssen wir mal eben wiederfinden. Und wenn wir den haben, können wir von dort aus vielleicht noch zwei Dinge entdecken. Ich bin noch ein bisschen am Suchen. Da? Nein. Ach ja, ich hätte natürlich auch schon mal direkt den Blutfleck suchen können und euch dann dazu holen können, aber das wäre ja langweilig, ne? Also von dem Blutfleck aus, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber wir hatten anscheinend eine kleine Cutscene, bei der es dann auch hieß, hier wurde geschossen oder so, glaube ich. Und da hätte ich dann auch direkt schnallen müssen. Hier, ja, da ist es. Hier unten ist der Blutfleck, ne? Wenn wir jetzt wieder hochgehen, man sieht es nicht, aber hier am Balken erscheint ein Auge. Ja, das ist das eine. Da gehen wir mal eben hin. Und hier ist tatsächlich was. Da. Da steckt eine Patronenhülse. Und die können wir natürlich auch... Weiß gar nicht, machen wir das mit dem Dietrich? Oder machen wir das mit dem... Ich glaube, das Beweismittelset machen wir mal, ne? Okay. Okay. Also ich habe jetzt auch nur noch angeguckt, was es hier für zwei Sachen gab, die man hier noch finden kann. Sehr schön. Wir haben also eine Patrone gefunden. Und dann gab es hier noch eine weitere Sache. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was war denn das noch? Das war, glaube ich, nicht nur das. Nee. War das hier bei dem Blutfleck? Bin ich ganz sicher. Irgendwo hier... Bin ich ganz sicher, wo... Wahrscheinlich nicht in diesem Bild, aber irgendwo hier in der Halle, das ist die Frage, wo, ne? Finden wir noch ein kleines Beweismittel. Jetzt muss ich schauen. Ja, ich weiß, es ist in diesem Bild. Ich muss mal kurz gucken. Irgendwo liegt hier was rum. Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das war doch hoffentlich jetzt nicht bei diesen Fässern, ne? Das ist gerade auch... Ich glaube nicht, dass es bei den Fässern war, aber ich bin ja immer noch überlegen, was dieses Bild mit den Fässern zu bedeuten hat. Da muss man mal gucken. Ich muss einfach ein bisschen rumlaufen. Und dann sieht man es wahrscheinlich schon. Zum einen ist vielleicht das Bild ein bisschen dunkel, obwohl glaube ich eigentlich nicht. Hier, war das hier? Ich guck mal kurz. Ich glaube nicht, dass es hier war. Ich kann aber mal da hingehen. Ich glaube nicht, dass es in diesem Bild war. Auf jeden Fall gibt es ja noch eine weitere Sache. Die möchte ich natürlich nochmal eben finden. Das ist die Frage. Wie schnell... Notfalls gehen wir gleich nochmal zu Skinner und zeigen ihm, was wir gefunden haben. Aber... Ja, ich gucke gerade den Boden ein bisschen ab. Also wir finden, meine ich, etwas, was am Boden liegt. Und wenn das natürlich nicht so genau zu erkennen ist, ist schwierig, klar.
Die Frage ist halt, wie deutlich sieht man es? Ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte mich ein bisschen schlau gemacht. Da? Ist das? Nee, das, oder? Drehe ich mal nach da. Ist das? Nee. Es ist ein bisschen unscheinbar. Aber man sollte es auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss noch ein bisschen schauen. Vielleicht finde ich es aber auch relativ fix. Man merkt auf jeden Fall, wenn man hier fertig ist in diesem Szenario, weil Skinner wechselt den Standort. Also er steht dann nicht mehr da im Büro, sondern woanders und dann geht's weiter. Und dann habe ich auch nicht weiter geguckt. Ja, also ich habe dann nur gesehen, okay, Skinner bewegt sich. Da muss was passiert sein, so ungefähr. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Also notfalls gehe ich gleich zu Skinner, damit das für euch jetzt nicht zu langweilig wird. Ich guck nur, ne, ist es hier? Bin mir halt nicht sicher. Das, ne, das ist einfach nur ein heller Fleck. Das ist es nicht. Okay. Ja, okay, dann gehen wir mal in diese Richtung. Ist das? Ne, das ist auch nur ein heller Punkt. Aber manchmal denke ich, bin ich auch schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ne, das ist es nicht. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist es einfach zu unscheinbar. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal geradeaus weiter. Gucken hier noch ein bisschen lang. So. Dann kommen wir gleich zum Büro von Skinner. Hoffe ich doch mal. Weil da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Ne? So, ja, wir laufen jetzt hier gerade ein bisschen wie Falschschild durch die Gegend. Ist mir schon bewusst. So, dann die Fässer wieder. Gut, da hinten ist die Tür. Da wandern wir jetzt erstmal drauf zu, würde ich sagen. Oder war das? Doch, das. Ich meine schon, dass das hier gleich irgendwo ist. So, hier steht er ja irgendwo. Ne? Da. Genau. Nee, das möchte ich ihm nicht geben. Dann ist er gleich wieder angepisst. Ich möchte einfach so mit ihm sprechen, wenn es geht. Ja. Und dann sprechen wir ihn mal. Achso, ich wollte ihn auf die Patrone ansprechen. Geht gar nicht. Hä? Ah, da. Offenbar war es ein glatter Durchschuss. Das Opfer wurde vielleicht nur verletzt. Falls nur einmal auf Sie geschossen wurde. Aber ich bin Ihnen für Ihren Optimismus dankbar. Okay, das war schon mal was Neues, ne? Das hatten wir noch nicht. So, und wie gesagt, eine Sache gibt es hier noch zu finden. Aber ich meine, die ist auch in der Halle gewesen. Notfalls gucke ich gleich nochmal nach. Das tut mir dann leid. Aber ich, ja... Wir haben es jetzt ja alle schon ein paar Mal gesehen, ne? Ich gehe nochmal in die große Halle. Irgendwo. Ich weiß halt nicht, in welchem Bild. Soll ich sagen, was hier auf dem Boden rumliegt? Ist das, weiß nicht, ob das eine große Überraschung ist. Hier liegt irgendwo eine Zigarette rum. So. Irgendwo liegt hier auf dem Boden eine Zigarette rum. Und die muss man erstmal finden in diesem Gewühl. Die muss man natürlich erstmal finden. Die Frage ist, war das irgendein Bild, wo man wieder nach unten gucken konnte? Oder war das so ein Hauptbild? Ist ja sowas hier? Oder gab es da irgendwas, wo ich nach unten klicken konnte? Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, hier gibt's was. Na, hier gibt's was. Und ich weiß halt nicht genau, wo das war. Ich hatte ja nämlich schon auf das Fass getippt, ja. Aber ich kann hier nirgends nach unten klicken. Ich gehe jetzt noch einmal grob hier die Halle ab. Aber, ne, ich glaube, so ist es. Wenn ich es gleich nicht finde, ne, dann gucke ich gleich nochmal. Also irgendwo hier liegt eine Zigarettenkippe. Ich dachte erst, es wäre das da, aber hier kann ich nicht nach unten klicken. Ne. Und ich weiß halt auch nicht, ob es aus irgendeiner bestimmten Richtung nur geht. Hier kann man sich halt den Blutfleck angucken. Aber ist auf diesem Bild noch was anderes, ist die Frage. Ich gucke gerade nochmal. Nee, ich gehe nochmal zum Blutfleck. Aber ist es das gleiche hier? Nee, man kann hier einfach nur an den Blutfleck ran und mehr ist hier nicht. Aber irgendwo muss hier noch was sein. Frage ist, wo? Da sind wieder die Fässer. Kann da nochmal hingehen? Ja, hier brauche ich, glaube ich, nicht gucken. Oder? Na, dann bin ich wieder hier.
Ich glaube, das Einfachste ist wirklich, Leute, ich gucke doch mal ganz schnell nach, weil das jetzt Ewigkeiten dauern würde, die zu finden. Ich weiß, dass hier irgendwo diese komische Zigarettenkippe ist, aber das dauert. Dann mache ich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz einen Schnitt. Halt! Hier ist es. Dieses Bild ist es da. Okay. Brauche ich keinen Schnitt machen. Das war jetzt Glück. So. Nochmal. Wir nehmen die Zigarette mit. So. Dann haben wir es doch. Ich meine, wir hätten jetzt hier alles gefunden. Jetzt gehen wir nochmal zu Skinner. Wenn wir in der Halle wieder klarkommen, da hinten ist er. So. Tada. Ja, komm, wir gehen immer dahin. Hier rum. Die Halle ist leider auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Aber grundsätzlich bin ich von dem Spiel total begeistert. Ich mag die ganze Mechanik sehr gerne. So, Skinner, wir haben wieder was. Und zwar da, diese Zigarettenstummel. Zigarettenkippe der Marke Morley, okay. Was halten Sie hiervon? Das ist eine beliebte Marke. So. Das ist eine beliebte Marke. Und jetzt haben wir alles ihm gezeigt. Und ich meine, wenn wir jetzt das Gebäude verlassen, ändert seinen Standort. Er wechselt seinen Standort. Ich muss jetzt nur noch rauskommen. Das ist die Frage, wo war jetzt der Ausgang? Bin mir nicht ganz sicher. Da hinten rechts. Da. Eins zur Seite. Und ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen, dann steht er draußen. Ah, sogar eine neue Cutscene. Diese Limousine folgt uns, seit wir das Büro verlassen haben. Da hinten, okay. Wer kann das sein? Jemand, den es interessiert, was wir tun. Ja. Was sollen wir deswegen unternehmen? Das sollten Sie entscheiden, Agent Wilmore. Tja. Denken Sie, die wissen was über Mulder und Scully? Schon möglich, warum fragen Sie sie nicht? Einfach hingehen? Warte mal. Ich hab doch ein Fernglas. Ach nee, das ist doch, habe ich. Da, Fernglas. Was ist denn mit Ihnen los? Ich möchte das Auto mir angucken. Moment. Das ist unser Auto. Nein, will ich doch gar nicht. Ich wollte nicht ins Auto. Ja, verklickt. Gut. Das wollte ich. Da hinten ist das Auto. Soll ich da mal näher rangehen? Ich habe so ein bisschen Angst. Aber ich habe eine Kamera. Oh. Oh. Wie geil. Ich konnte jetzt live während der Videosequenz Fotos schießen. Aber sie sind abgehauen. Ob ich. Das wäre jetzt natürlich jetzt geil, wenn ich auf dem Foto jetzt das Nummernschild erkennen könnte. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das wäre aber ein Erfolgserlebnis, finde ich. Okay, genau, dann komm her. Kann ich auch mit dir reden? Wo bist du denn? Skinner. Hi. Da. Okay, er will nicht drüber sprechen. Ja, dann, es ist so schön, wie er da stumpf steht. Ja, dann gehen wir ins Auto, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Labor. Und vielleicht kann er mit der Zigarettenkippe was anfangen. Der, John heißt er, ne? Genau, John. Den suchen wir jetzt mal eben auf. Der freut sich aber, wenn er uns sieht. King County Crime Lab. So, wir haben. Was ist das? Ach, die Kugel kann uns auch. Ah! Dann lass uns erstmal die Kugel angucken. Endlich etwas, das wie ein Beweis aussieht. Ich dachte schon, Sie haben gerade einen Mülltonnenaufgang absolviert. Kugel sieht 38er aus. In ziemlich schlechtem Zustand. Ich schätze, das übt ihr nicht. Ja, sie steckt in einem Stück Holz. In Ordnung.
Na, die Tonsequenzen sind gerade ein bisschen abgehackt tatsächlich. Und die Zigarettenkippe. Nein, danke. Ich versuche aufzuhören. Sehr witzig. Danke. Ein Morley-Zigarettenstummel. Ich werde ihn untersuchen. Gut, dann gibt's wahrscheinlich jetzt noch nichts Neues, ne? Nee. Dann kriegen wir vielleicht eine E-Mail, wenn es soweit ist, könnte ich mir vorstellen. Okay, haben wir das erledigt? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserem Büro. Setzen uns mal an den Rechner. An die Außenstelle, genau. Und ja, vielleicht kriegen wir eine E-Mail oder wir können nach dem Foto gucken, ob wir vielleicht das Nummernschild erkennen können. Das wäre natürlich sehr geil. Und vielleicht sollte ich gleich wirklich einmal zwischendurch speichern. Ich weiß es ja nicht. Ihr habt mir wirklich dazu geraten. Erstmal gehe ich jetzt an den Rechner. Da kann ja nicht viel passieren, oder? Ich denke nicht, dass ich am Rechner sterben werde. Aber bevor ich irgendwie einen waghalsigen Schritt unternehmen sollte, vielleicht in meiner Auffassung, sollte ich dann vielleicht doch erst speichern. Wir gehen jetzt mal an den Rechner und gucken mal, ob wir die Fotos analysieren können. Vielleicht kriegen wir auch schon eine E-Mail. Wir kriegen keine E-Mail. Bild betrachten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben ja, mal gucken, das Auto fotografiert. Ja, genau. Okay. Aber das gilt nur als ein Foto. Ne, das wegfahrende Auto haben wir auch noch. Das eine, was sie dazwischen gemogelt haben, das kriegt man wahrscheinlich immer, wenn man irgendwie die richtigen Fotos schießt. Also 240 EAK. Ich guck mal, ob wir das hier eingeben können. So, wir suchen jetzt nach einem amtlichen Kennzeichen. Genau. Und wahrscheinlich nicht bei Staatsbürger, aber ich versuche es nur mit Staatsbürger. Halt. Nein. Wir haben es mit jemand anderem zu tun. Dann wahrscheinlich auch nicht vom FBI. Das wäre lustig, wenn unsere eigenen Männer uns verfolgen würden, aber wer weiß. Nee. Ich persönlich tippe ja irgendwie auf kriminell, aber wir gucken mal, oder? Regierung vielleicht? Militär? Oh, begrenzter Datenzugriff? Könnte ja sein, ne? Ja, Polizei wird es nicht sein. Also wenn es wahrscheinlich dann doch das Militär ist. Ich habe das Kennzeichen ist weg. So. Krimineller. Keine Daten gefunden. Jetzt weiß ich nicht, war es eben schon. Ich versuch's nochmal mit der Polizei. Weil ich glaube. Nee. Okay, begrenzter Datenzugriff. Das heißt, vielleicht kann unser Chef uns da weiterhelfen. Oder ich würde mit Skinner sprechen. In jedem Fall würde ich einmal kurz jetzt mit euch zusammen eine Abspeicherung machen. Ne, das dauert vielleicht einen kleinen Moment, aber vielleicht ist das gar nicht mal so unsinnig, ab und zu mal zu speichern. Ich bin ja überaus lernfähig. So. Und gerade wenn ihr gesagt habt, oder einer von euch sagte jedenfalls, man kann bei diesem Spiel auch sterben, ne, dann sollte man vielleicht doch mal hin und wieder speichern. So. Okay. Dann entweder zu Skinner. Ich muss ihm das ja mit dem Kennzeichen sagen. Unser Kollege ist wieder da. Hey, ich bin gleich für Sie da. Lassen Sie mich das noch schnell beenden. Ja. Da habt ihr übrigens recht. Oder irgendwer sagte das von euch. Das ist natürlich die Synchronstimme von Till Hagen. Finde ich sehr geil. Ich verbinde Till Hagen tatsächlich immer mit Benjamin Blümchen, weil er da Tierwärter Karl gesprochen hat und immer noch spricht. Fertig. Ja, ich wollte ja gerade. Ja, ich wollte ja auch nur mal kurz weg. Ja, da verbinde ich mal Till Hagen mit. Ich wollte mal Eben hier gucken, ob Skinner da ist. Hallo? Okay, wir könnten ihn über den Fisch fragen. Machen wir mal. Könnte der Rückgang der Fischbestände damit zu tun haben? Ich kann da keine Verbindung erkennen. Mit schlechten Fängen verstößt man nicht gegen Gesetze. Naja, ist ein bisschen angepisst, ne? Blut, Fischbestände, schwarzes Pulver. Genau, warum wurden wir verfolgt? Warum sind wir beschattet worden? Ich weiß es nicht, aber wer immer in diesen Fall verwickelt ist, hat offenbar vor dem FBI keine Angst. Dahinter kann unter Umständen auch die Unterwelt stecken. Hm.
Haben wir ja auch schon festgestellt jetzt. Okay, die anderen Sachen hatten wir schon mit ihm bequatscht. Bevor ich jetzt wieder um Hilfe bettel, würde ich lieber nochmal gucken, ob unser Kollege gleich Zeit für uns hat. Weil der hat ja auch die Vermisstenanzeige eigentlich aufgeben wollen. Moment, ich gehe nochmal weiter hier. Vielleicht ist er jetzt ja fertig mit Telefonieren. Wie ist er? Guck, ne? Ich glaube, guck. Komm her, guck. Bist du jetzt fertig? Nein, ist er noch nicht fertig. Ich darf nicht. Kann ich ihm irgendwas zeigen? Kamera. Nee, ich habe nichts, was ich ihm jetzt bringen könnte. Na gut, dann ist er jetzt halt beschäftigt. Dann, gut, dann gehen wir kurz zu unserem Chef, aber ehrlich gesagt, ich gehe schon wieder den falschen Weg hier. Weiß ich nicht. Wüsste ich, habe ich noch eine andere Anlaufstelle? Also, es hieß ja begrenzter Zugriff. Was das Kennzeichen angeht, da kommen wir also gerade nicht weiter. Machen wir so. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Er gibt ja mal ganz gute Hinweise. Finde ich mal gut. Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Ja. Sieht für mich auch vollständig aus. Deswegen frage ich mich, wo es jetzt weitergeht. Ich kann mich natürlich auch nochmal an meinen PC setzen, so ist es nicht. Vielleicht ploppt jetzt eine E-Mail auf. Was mit dir? Erst noch ein Quatschen. Dann, gut, setze ich mich nochmal an meinen PC kurz. Vielleicht gibt es ja noch eine Neuigkeit. Weiß es nicht. Wäre ja, schön. Ich krieg keine E-Mail. Oder kommen da welche, auch wenn ich kein Geräusch höre? Nö, da ist nichts Neues. Fotos. Ja, ich. Ja, das bringt mir halt nichts. Namen. Habe ich denn irgendeinen neuen Namen? Nö, ne, ich glaube nicht. Ich kann noch mal kurz gucken, ob da irgendwas Neues auftaucht, was mir jetzt entgangen ist. Aber. Und eine Telefonnummer? Eine neue? Ich gucke gerade mal eben. Nö, die sind alle bekannt. Das sind, ja, das sind nur die beiden. Okay, das bringt mir auch nichts. Ja, und Kennzeichen. Ja. Das ist einmal der Ford Taurus und der. Nö. Und bei vermisst, da ist auch nichts Neues. Nö. Also hier komme ich nicht weiter. Tja, dann. Bin ich gerade ein wenig überfragt? Natürlich, mal wieder, ne? Ist klar. Wo geht's denn noch weiter? Wo könnten wir Fortschritte erzielen? Skinner will nicht mit uns reden. Also, ja. Ich gehe nochmal hier reingucken. Jetzt quatsch doch bitte mal mit uns. Dann, gut, ich kann das Büro verlassen, ne? Natürlich kann ich das. Ja, dann mal gucken, was passiert. Ob ein Hinweis kommt. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Tür öffnen, so. Kommt eine Katze hin? Nein. Also in Seattle habe ich nur diese vier Außenstellen: Hafenlager, Apartment, Außenstelle, Polizeilabor. Ich kann natürlich beim Polizeilabor anrufen. Da ist nur dieses Inn. Ja, gut. Versuchen wir es. Wenn man kann ja nicht schaden, dann rufe ich doch mal ihn hier an. Wo ist er? Da ihn, genau. Vielleicht hat er was Neues für uns. Sie sind mit dem CECOM Voice Meldedienst verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können leider keine Voice Mails für John Ames hinterlassen. Ja, ist ja gut. Hat nicht geklappt. Dann kann ich es nochmal hier versuchen, aber das wird wahrscheinlich auch das gleiche sein. Einmal kurz probieren. Mit dem Laptop müssen wir auch noch weiterkommen. Ja, okay. Überall geht keiner ans Telefon. Ja, dann. Pff.
weiß ich auch nicht. Geh mal raus. Aber ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll, ehrlich gesagt. Ich kann einmal kurz ins Apartment gehen und da mich an den Rechner setzen. Vielleicht triggert das irgendwas. Muss ja einen Grund haben, warum wir immer wieder zum Apartment können. Also ich habe keinen Zugriff. So, sind wir wieder im Apartment. Sehr schön. Ja. Kann ich hier eigentlich auch links und rechts gucken? Ah, was ist denn hier eigentlich? Please see Manager and Unit 311. Okay. Und wir haben den und auf der anderen Seite. Sehr interessant. Okay, also wir können. Ja gut, gehen wir hier rein. Ich mag diese Sequenz. Hier können wir ja eigentlich auch nicht viel machen, bis auf unseren PC, ne? Also was Sinn macht jedenfalls. So, gehen wir eben hier hin. Ne, schon an den PC. Genau. Vielleicht kriegen wir hier eine E-Mail. Wir kriegen einfach keine Nachricht. Unglaublich. Habe ich denn irgendwas verbaselt? Ich gehe nochmal auf unser Ding. Nein, ich wollte nicht beenden. Es war ein Versehen. Sorry. Ich wollte oben auf das Netz. Kann ich denn zwei Sachen gleichzeitig eintippen? Nee, kann ich nicht. Ich mach das doch mal mit dem Kennzeichen und gehe jetzt doch mal auf Regierung Polizei. So. Und dann kriege ich ja diese Mitteilung. Fehler. Begrenzter Datenzugriff. Und wenn ich jetzt auf Weiterleiten gehe, passiert nichts. Ja, was soll ich denn tun? Aber ja, es hieß ja Unterwelt, ne? Aber bei Unterwelt wäre ja krimineller. Und da kam ja auch kein Ergebnis, oder? Nee, ist nicht. Okay, ich kann mir nochmal die Fotos angucken. Da ist ja noch mehr was. Was? Hä? Hä? Fotos. Okay. Ah, 441, das ist alles klar. Ja. Ich kann da wahrscheinlich auch wieder ein paar löschen. Das ist schon wichtig gewesen. Ich guck mal, was da noch so gemacht wurde. Ja, das hilft wahrscheinlich nicht viel. Okay. Ja, ich kann natürlich das hier mal entfernen. Und auch das. Und auch das. Das können wir auch entfernen. Das ist gut, das behalten wir. Ja, hilft mir alles nichts. Natürlich bin ich gerade wieder überfordert. Hatte ich mir das ja nicht alles schnell geguckt? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay. Ja. Also, ja, ich hätte vielleicht noch eine Idee, weil ich da. Eine kleine Sache fällt mir vielleicht gerade noch ein, obwohl das auch schwachsinnig ist. Ich gehe nochmal ins Inn. Da war doch dieses Nahbild von den Sonnenblumenkernen. Und ich weiß nicht, ob ich das da schon auf dem Schirm hatte mit diesem Beweistool. Vielleicht habe ich da. Übrigens hier sollte es eigentlich auch eine Animation geben. Ich habe das mal gesehen, als ich nachgeguckt habe. Hier sitzt normalerweise noch eine Frau und ein Kind und ein Kind geht hier an diesen Kaugummiständer ran. Die Situation hatte ich gar nicht. Finde ich merkwürdig. Also die hatten wir tatsächlich nicht. Da war es auch nichts Wichtiges. Vielleicht haben sie es auch einfach weggelassen in der PlayStation-Version. So, hier irgendwo waren diese Sonnenblumenkerne. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man da was mit machen. Was hier? Nee, da war das nicht. Da, glaube ich. Genau. Und vielleicht kann ich hier nochmal Fingerabdrücke. Nee, das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Ich könnte sie fotografieren, aber was soll das, oder? Ein Foto gemacht. Kann ich da irgendwas mit machen?
Nachtsichtgerät mal die angucken, könnte eine gute Idee. Ich glaube, da ist nichts weiter mit, ne? Ich habe gedacht, vielleicht ist so ein DNA-Abgleich oder so. Nö. Es sieht so aus, als würden wir wieder nicht weiterkommen. Und das tut mir wirklich wahnsinnig leid, ne? Dass ich wieder keinen Fortschritt erziele, so wirklich. Ich gehe jetzt nochmal ins Büro zurück, weil ich glaube, das ist der einzige Ort, wo es irgendwie Sinn macht, dass wir da weitermachen können. Ja. Und wenn da jetzt nicht irgendwie eine Cutscene kommt, so wie ich das Büro betrete, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Dann würden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich meine, wir sehen uns sowieso im nächsten Part wieder, das auf jeden Fall. Ja. Labor bringt, glaube ich, nichts. Sind wir wieder hier. Beziehungsweise, was heißt Labor bringt nichts? Wir können ja mal gucken, ob ich ins Labor kann. Das machen wir nochmal ganz schnell. Ganz schnell gehen wir ins Labor. Vielleicht hat er Neuigkeiten für mich. So, komm. Einmal zum Polizeilabor gucken. Vielleicht spricht er mich direkt auf irgendwas an. Wäre eine Idee noch. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir noch weitermachen sollten. So, gibt's was Neues? Nein, gibt's nicht. Unglaublich! Ja, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.